Ich habe all dies. Ein wundervolles Zuhause. Ein ruhiger Ort der Entspannung. Ein Beweis für meine Forscherkenntnisse. Doch was nützt es mir? Ein wundervolles Lager. Verpflegung für all die Jahre. Technologien, die sich kein Mensch vorstellen könnte. Aber ich will mehr. Mehr! Die Bewohner des Dorfes, fernab von hier, meinten, es gäbe irgendwo in der Gegend hier einen Tempel. Einen Tempel der bösen Energie. Ich habe die ganze Welt erforscht, außer diesen einen Zipfel. Da muss sie sein. Ich will die dunkle Energie haben. Dieser Wald, er beherbergt schwarzes Gestein. Ich spüre richtig, wie die dunkle Macht mich verzehrt. Da ist er. Der Tempel der dunklen Kraft. Endlich wird sie mir gehören. Die Eingeborenen sagten, wer auch immer in die dunkle Flüssigkeit springt, so wird sie seinen Körper zerfressen und einnehmen. Gebt mir die dunkle Kraft! Dann schauen wir mal, was die neuen Kräfte so können. Chiak Kasim! Gar nicht mal so schlecht. Eine Festung des Bösen für den dunklen Nord. Schauen wir mal, was sie so drauf hat. Wenn meine Berechnungen stimmen, sollte sich hier ein neuer Aufweg aufgemacht haben. Und hier ist eine wundervolle Basis für einen dunklen Herrscher. Schauen wir uns doch mal den Turm an. Ah, fein. Die Essenz des Bösen hat sich auch hier angesammelt. Ein wundervoller, dramatischer Aufgang. Und wir kommen zum Ausblick über mein neues Reich. Gut. Wer hat das verunstaltet? Ich dulde keine Schweinereien hier. So. Ein wundervoller Thron für den neuen Herrscher. Betet mich an.